schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Häkel- und Strickstube. Und zwar, wir wollen zusammen ein Steckenpferd machen, ein Stockpferd. Einfach gemacht, simpel gemacht. Sicher, es ist ein bisschen lang vielleicht, das Video, aber es wird auch alles wirklich ganz, ganz genau erklärt. Und wer schon ein bisschen fitter da drin ist, kommt auch schneller durch, weil er so manches überspringen kann. Ich habe ein Esel und ein Pferd entwickelt und heute Pferd mit einer ganz tollen Wallemähne. Upcycling-Ideen dazu, günstig gehalten, so gut wie es irgendwie ging. Materialkosten sind nicht sehr hoch. Verschiedene Ideen für Mähen, die du dann auswählen kannst, was dir am besten gefällt. Besenstiel reicht vollkommen. Und gucken wir mal, es ist wirklich schön groß, griffig, hält. Und meine Lösung, wie wir den Stock ummanteln, wie wir das Häkeln stricken, finde ich ganz gut, gerade bei Kindern. Willst du noch mehr von mir erfahren, was ich so mache? Ich mache nicht nur Häkel- und Strickvideos, sondern auch Deko für draußen, für drinnen, Upcycling-Ideen, Chevy, Schick, Nostalgie, vieles für Kinder. Ich habe selber 5 Stück und. Einfach mal auf meine Startseite gehen, kreativ-reich-die-Keker-Plauderei und dann in den Playlist gucken, da habe ich so wie meine Bibliothek. So, und jetzt zeige ich euch, wie mein Pferd geht. Aber man kann es auch gleich mit einem Spiel, das heißt 5 einzelne Nadeln, auch stricken, genau in der gleichen Art, mit der gleichen Wolle und der Maschenzahl. Man muss nur ein Spiel verwenden. Hier habe ich es jetzt schon gehäkelt. Die Anfänge, 2 Teile gibt es, solches und solches. Was soll das wohl werden, werdet ihr euch fragen. Ich habe mir überlegt, ich mache ein ganz einfaches Stockpferd, ob jetzt mit dem langen Stock, wo die Kinder regelrecht drauf reiten können, oder nur mit dem kurzen, wo man so als Handpuppe das verwendet. Meine Idee, Entwurf und Fertigung für euch. Lasst euch mal überraschen, wie es denn weitergeht, wie es dann aussieht. Mich würde es freuen, wenn du mit mir arbeitest, das kreativ umsetzt. Langsam nimmt das jetzt Form an. Ich habe es jetzt zusammengehäkelt mit 12 festen Maschen. Beide Teile, die werden rechts auf rechts gelegt. Genau vom Knick her gesehen. Also hier, ne? Das ist das Teil für den Stock. Das legen wir platt hin. Und dann müssen es auf der Seite 6 Maschen sein zusammengehäkelt. Und auf der anderen Seite auch 6. Und hier ist es genau unten drunter in der Mitte. Da sind die Nüstern, rechts und links. Das sieht man, wenn man es hinlegt. Und dann wird es genau in der Mitte von dem Teil zusammengehäkelt. Ne? Und dann gibt es darauf rundherum 2 Reihen fester Maschen. So, nochmal zur Erklärung, wie wir es zusammenfügen. Ich habe es jetzt platt hingelegt. Hier und hier sind die Erweiterungen, sozusagen die Nüster. Platt hingelegt. Wir brauchen die 12 mittleren Maschen hier zum Zusammenhäkeln. Bis dahin habe ich gehäkelt. So. So, dann kommt das Teil hin mit, wie soll ich denn sagen, ach so, mit der Ausbuchtung hier. So, und das. Hier ist die Mitte davon. Das legen wir jetzt so blatt da drauf. Dann kann man sich das hier mit einer Sicherheitsnadel fixieren. Dann nimmt man es hoch und häkelt es in mit 12 Maschen zusammen. Hier, 12 Maschen. Und wenn man hier an der Ecke ist, dann häkelt man außenrum 2 Reihen. Beim Stricken muss man halt
ein Teil abketten, wenigstens die 12 Maschen, und muss es dann entweder zusammennähen, zusammenstricken geht auch. Das ist aber in der Strickschule dann gezeigt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zusammen ist es. So, dann nehmen wir es hier auseinander und häkeln jetzt außenrum 2 Reihen feste Maschen. Außenrum, innen nichts mehr, nur außenrum. Ne? Sieht ja jetzt aus wie eine 8. Hier wird nicht mehr gehäkelt, hier wird außenrum 2 Reihen gehäkelt, bis wir wieder da sind. Und dann müssen wir hier genau in dem Knick abnehmen. Das zeige ich aber noch. Und das an der Halsseite sozusagen. So, jetzt habe ich es zusammengehäkelt mit den 12 Maschen, 2 Reihen drüber hin. Hier ist das Teil, wo der Stock reinkommt. Hier ist der Kopfteil. Kopfteil ist von der Maschenzahl größer als das Teil vom Stock. Deswegen müssen wir jetzt erstmal nur hier abnehmen beim Kopfteil. Um das besser zu sehen, kann man sich genau da im Knick mal ein Fädchen reinziehen, eine Sicherheitsnadel reinmachen oder. So, auf der anderen Seite dann auf, dass man es besser sieht, weil es sind ja 2 Knicke, ne? Gegenüber auch. So, und dann muss man wirklich nur beim Kopfteil, bei dem Knick, die ersten beiden und die letzten beiden vom Kopfteil zusammenhäkeln. Das geht so. Einmal rein in die erste. In die zweite rein, habe ich ja schon gezeigt, das abnehmen und durch die 3 durchgezogen und schön festziehen. So, dann häkel ich bis auf die andere Seite vom Knick und nehme dann hier, da kommt ja der zweite Knick, ne, Fädchen rein, die vorletzte und die letzte Masche auch wieder zusammen und nehme da ab. Dann bekomme ich ganz, ganz toll einen sozusagen Abnäher. Die fügen sich wirklich schön zusammen, die 2 Teile. Ganz wichtig. Und wir machen das so lange, bis die gleiche Maschenzahl ist. Müsst ihr mal zählen. Also bei mir waren es bei dem Stockteil, genau, 34 Maschen. Hier waren es 8 mehr. Also 16 mehr, also muss ich 8 mal 8 Reihen jeweils hinten und vorne eine abnehmen. Das habe ich hier schon mal gemacht. Das waren dann 8 Reihen, wo ich beim Kopfteil die ersten beiden und die letzten beiden zusammengehäkelt habe und dann als rundherum. Und das machen wir jetzt. Sind es bei dir weniger Maschen, die den Unterschied machen, dann mach es doch bitte so. Nimm eine Reihe, die letzten beiden und die ersten beiden ab beim Kopfteil und mach danach erst nochmal eine komplette Reihe feste Maschen und erst in der nächsten Reihe wieder Anfang und Ende 2 Maschen zusammengehäkelt. Dann wieder eine Reihe drüber hin, in der nächsten Reihe wieder also 2 Maschen am Anfang und Ende zusammengehäkelt beim Kopfteil, so dass es dann 8 Reihen ergibt. Das wäre schon sehr sinnvoll wegen der Größe.
So, dann habe ich das schon mal vorbereitet. Nachdem dann die 8 Reihenabnahmen waren, nur beim Kopfteil, geht es so weiter. Wir müssen dann beim Stockteil und beim Kopfteil gleichmäßig abnehmen. Und das geht ganz einfach. Man sieht dann genau da, wo abgenommen wird, also wirklich so eine schöne Lücke. Man kann sich natürlich auch wieder ein Fädchen hinmachen. Und dann nehmen wir vom Stockteil oder Halsteil die letzten beiden zusammen und gleichzeitig auf der anderen Seite vom Kopfteil auch wieder 2 Maschen zusammen. Und das machen wir auch am Ende vom Kopfteil, wieder im Knick auf der anderen Seite. Und beim Stockteil, ne, auf der anderen Seite genau dasselbe. Dann nehmen wir wieder hier 2 zusammen und dann hier 2 zusammen. Und das machen wir so lange, bis dann wirklich noch eine Öffnung ist, wo gut die Hand reinpasst, weil wir haben noch ein paar Sachen dann zu erledigen, wie füllen, den Stock befestigen. Ich habe mir eine Art überlegt, dass wir den Stock auch mal wieder entfernen können, ohne große Probleme, damit man vielleicht das Oberteil waschen kann. Wenn du das komplett sowieso zusammenlassen willst, du meinst, nee, müssen wir nicht waschen, dann kannst du es einfacher machen, aber das erkläre ich dann noch. Wie gesagt, jetzt nach den 8 Reihen, wo nur beim Stockteil, beim Halsteil abgenommen worden ist, jetzt beim Kopf und beim Hals, die letzten beiden und die ersten beiden immer zusammenhäkeln, dass es sich so schön schließt, soweit wie die Hand gut reinpasst. Was brauchen wir? Wollreste reichen vollkommen aus, wenn es geht, alles in einer Stärke. Ein bisschen dünner geht auch, das ist nicht so wichtig. Grautöne, schwarz, weiß. Wenn ihr habt, vielleicht Fellwolle für Augenbrauen und. Eins habe ich jetzt schon mal hier vorbereitet. Bisschen dunkel, dann kommt er noch mit weiß in Lichtpunkt drauf, aber erst ganz zum Schluss. Und das häkeln wir jetzt erstmal zusammen. Geht ganz einfach, passende Häkelnadel. Wir fangen an mit Schwarz für die Pupille. Dann machen wir 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Ich will mal ein bisschen Ordnung machen, mal ein bisschen ordentlicher aussieht bei mir. 4 Luftmaschen. Die schließen wir mit einer Öse oder einer Kettmasche zum Ring. Und da hinein machen wir doppelt so viele feste Maschen, nämlich 8 Stücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe jetzt extra mal nicht Stopp gemacht dazwischen, weil es hieß schon, ich mache einfach zu viele Übergänge. Mal so, entweder es wird zu lang oder es sind zu viele Übergänge. So, das schließen wir jetzt mit einer Kettmasche oder einer Öse, wie man sagt. Bei uns heißt es Öse, ansonsten heißt es Kettmasche. So, und damit es ein schöner Übergang gibt, schneide ich alle Fäden ab von der jeweiligen Farbe. Dann sieht es ordentlicher aus und ziehe das auch gleich nochmal durch die letzte Öse durch und ziehe es mir fest. So, jetzt wechsle ich auf Braun. Und dann müssen wir 2 Luftmaschen machen. 1, 2 und in jede feste Masche, auch da, wo jetzt die Luftmaschen waren, jeweils 2 Stäbchen. Jetzt in jede 2 Stäbchen.
Ihr könnt die komplett runde Variante machen. Das wäre jetzt diese. Und dann in der Hälfte nur mit Grau nochmal feste Maschen häkeln. In jedes Stäbchen eine feste Masche, aber nur 50% der Maschen. Dann hätten wir das Augenlid. Das ist jetzt eine Variante. Zweite Variante, ihr macht nur Stäbchen bis in die Hälfte und dann wird in jede feste Masche der vorangegangenen Reihe zwei feste Maschen in Braun gemacht. Also die Hälfte erst Stäbchen und die andere Hälfte feste Maschen. Und in die obere der Luftmaschen dann eingestochen. Und dann hat man so ein halbes, schneiden wir auch wieder großzügig ab und dann die obere Hälfte mit Grau, das Augenlid nochmal, jeweils in ein Stäbchen. Eine feste Masche, das soll sich ja nach vorne dann wölben. Aber wie gesagt, nur in die Stäbchen. Und das wird auch dann nur im Braunen angenäht und nicht im Grauen. Ja, und jetzt ist so. Zieht man es dann noch ein bisschen in Form und dann kann man mit der Fellwolle ganz vorsichtig mit einer dünnen Nadel nochmal in eine Reihe, also nicht in eine Reihe, in einen Faden. Guckt mal, es sind dann immer zwei Faden, wie so ein kleines V bei den festen Maschen. Und dann sticht man nur in den vorderen ein und den hinteren lässt man und häkelt hier nochmal ganz vorsichtig eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche im Grauen. Gezeigt, Fellwolle. Wenn die zu lang ist, dann schneidet man sich die nachher einfach nochmal zu. Also man sieht sowieso nicht, also durch die Fellwolle, aber ich wollte es nochmal zeigen. Ich habe jetzt eine feste Masche gemacht, eine Luftmasche. Dann im vorderen Faden eine feste Masche, eine Luftmasche. Im vorderen Faden eine feste Masche und eine Luftmasche. Und so mache ich das jetzt da nur bis im Grauen. Und dann kann man, wie gesagt, wenn es zu lang ist, einfach nochmal ein bisschen abschneiden. Und dann hat man nochmal tolle Wimpern dran. Beim Esel nehme ich auf jeden Fall runde Augen, mache jetzt auch noch in Grau ein halbes Augenlid. In festen Maschen. Auch, dass es sich so ein bisschen nach vorne wölbt. Da mache ich dann nur so drei, höchstens vier Maschen mit einer grauen Fransenwolle. Die Wimpern sozusagen. Das sieht ganz drollig aus. Das reicht mir schon. Faden großzügig abschneiden, den sollte er noch vernähen. Durchziehen und jetzt nehme ich hierbei dann noch mal die Weiß, kleinere Nadel. Das soll nicht so dominant sein, muss man nicht, kann man. So, und dann mache ich unten, also ich mache jetzt in jede Masche zwei feste Maschen. Nur bei dem Grau
gibt es einen Trick. Also man muss nicht unbedingt die Nadel wechseln, man kann es. Die ist eine halbe Nummer zu klein, es spaltet sich jetzt der Faden. Also nehme ich doch wieder die große und dann ist es so. Ihr guckt mal, was euch besser gefällt. Weil die Eselchen haben oftmals wirklich um die Augen rum so einen schönen weißen Rand. Und so geht es am einfachsten. Wenn wir das gleich mitgehäkelt hätten, wären wir gar nicht zurechtgekommen. Es geht, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen mache ich das lieber so. Nur hier gibt es einen Trick, deswegen zeige ich es jetzt im Ganzen. Wir sind jetzt da bei der Augenbraue und das müssen wir nach vorne klappen. Und dann müssen wir von hinten einstechen, weil das ja ums Auge rum soll. Eins, zwei. Dann stechen wir da auch wieder ein. Eins, zwei. Und so machen wir das in jeder Masche, aber hinter dem Augenbraune, im Braunen. Immer zwei Maschen rein. Richtig runterklappen und dann sieht man es hier. Da gehen wir durch und machen zwei feste Maschen. Und dann haben wir ein ganz tolles Eselauge. Mit Lid. Wo da noch graue Fellwolle drankommt, aber wirklich nur hier oben so drei Maschen, mehr nicht. Und dann auch noch mal in der Länge vielleicht ein bisschen zuschneiden. So, die Nüstern gehen in zwei verschiedenen Arten. Einmal wieder vier Luftmaschen zum Ring, zwei Luftmaschen dann und da hinein 12 Stäbchen. Ich habe eine dunkelbraun genommen. Und dann, wenn man die 12 Stäbchen hat, mit der Kettmasche schließen und oben drüber hin in beige nochmal 13 feste Maschen. Und dann hat man diese Form. Eine weitere Form, wenn man es länglich haben möchte, kann auch schwarz nehmen, liegt bei euch, wie ihr das wollt. Auch wieder vier Luftmaschen zum Ring. Und dann fangen wir an und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feste Maschen rein ein und schließen mit einer Kettmasche. So, dann machen wir mal eine Luftmasche. Dann machen wir 1, 2, 3 Stäbchen. In die nächste ein Stäbchen. Und dann nochmal die gleiche, eine feste Masche, feste Masche, feste Masche, in die gleiche nochmal eine feste Masche, dann zwei Stäbchen, eins, zwei, die nächste eine feste Masche, dann zwei feste Maschen, zwei feste Maschen, eins, zwei, mit einer Kettmasche schließen und dann hat man so eine ovale Grundform und dann nehmen wir wieder, also man kann es so lassen und aufnähen oder man nimmt die beige und umhäkelt es wirklich noch einmal mit festen Maschen. Aber dann auch zunehmen, zweimal eine einzelne und dann zwei feste Maschen, zweimal eine einzelne und zwei feste Maschen, einmal drumherum.
Und das wäre dann noch die zweite Variante. Die Ohren. Wir nehmen unsere Wolle, machen 13 Lufttaschen. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich mache 13. Ich mache doppelte. Die stehen besser, haben eine tolle Form und gehen wirklich sehr einfach. Das schließen wir mit einer Kettmasche zu einem Ring und jetzt werden zwei Reihen feste Maschen darüber gehäkelt, also am besten ja zwei Reihen feste Maschen, insgesamt dann 26. Wir häkeln endlos das Ohr, das heißt einfach rundherum. Es geht ganz einfach. Zwei rein feste Maschen. Und jetzt machen wir 7 einzelne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und in die 8. 2. 1, 2. Dann wieder 7 einzelne. Und die 8. 2. 7 einzelne, 8, 2, bis wir 22 Maschen komplett haben. Wenn wir dann 22 Maschen haben, müssen wir wieder abnehmen. Das geht so. 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 6 und 7 zusammen. In die 6 eine Schlaufe geholt, in der 7 eine Schlaufe geholt und durch die 3 Schlaufen die feste Masche. Das ist alles. Dann wieder 5 einzelne und 6 und 7 zusammen. Und das machen wir so lange, bis wir noch 5 Maschen haben. Und die werden einfach dann zusammengehäkelt. Das zeige ich aber. Wie gesagt, 5 einzelne, 6 und 7 zusammen, bis auf 5 Maschen. So, ich habe jetzt noch 5 Maschen hier oben. Jetzt lege ich das Blatt aufeinander und gehe mit 2 Maschen, also ich mache 2 feste Maschen, 1, 2 durch beide Teile, dann drehe ich es rum, mache nochmal eine feste Masche und eine Kettmasche. Das heißt, einfach die hintere durch die vordere Öse ziehen und dann ist die Spitze fertig. Großzügig abschneiden, wir wollen es dann auch gut vernähen. Und wieder ist ein Ohr fertig. Und die stehen dann ganz toll. Die kann man sogar noch ausfüllen mit Füllwatte. Wie gesagt, einfach nur ein olles Kissen genommen oder vom Discounter so mal ein 80x80 Kissen mit Füllwatte in der Ecke aufgeschnitten und die verwenden. Oder alte Stofftiere erstmal gut durchwaschen, trocknen, dann öffnen und die Füllwatte nehmen. Oder Aufwaschschwämme klein schneiden und kleine Flocken des Schaumstoff, nachdem sie gewaschen worden sind. Und dann kann man es auch verwenden. So, jetzt hat es schon gewaltig Form angenommen. Ich habe jetzt mal die einzelnen Teile draufgelegt. Angenäht werden die erst, wenn es komplett gefüllt ist, der Stab befestigt, zugehäkelt oder zu gezogen. Kommt drauf an, wie gesagt, ob ihr es waschen wollt oder nicht mit einer Vorrichtung. Und zu allerletzt kommt dann die Mähne dran. Auch wenn du es jetzt als den kleinen Onkel arbeiten möchtest, dann musst du wirklich noch jede Menge schwarze Punkte häkeln. Die werden so gemacht wie das Auge. Gern auch mal halb, ne, nur dann in schwarz.
mit den 4 Luftmaschen innen, 8 feste Maschen hinein und dann entweder mit 12, 13 Stäbchen oder die Hälfte Stäbchen, die halbe feste Maschen. Das sind ja nicht immer nur ganz runde Punkte. Und das sind dann nur noch die Vorbereitungen, die wir brauchen. Jetzt kommen wir zum Füllen. Wer schon öfters mit mir Handarbeit gemacht hat oder andere Sachen, der weiß, dass ich immer sehr sicher die Sachen anfertigen möchte. Nicht wehtun, nicht scharf, nicht verletzungstechnisch gesehen schwierig oder so. Und das ist beim Steckenpferd, beim Stockpferd genauso. Hört ihr unseren Hund gerade jaulen? Es ist 12 Uhr, die Glocken der Kirche gehen und dann jodelt die immer mit. So, die Vorbereitung jetzt. Ich nehme jetzt nochmal einen Baumwollfaden. Warum? Der ist reißsicher. Und dann häkel ich mir nochmal 2 Bänder dran. Eins auf der einen und eins auf der anderen Seite. Weil das ziehe ich dann durch den Stab nochmal durch. So 30 Luftmaschen mache ich dann, wie gesagt, hier und hier. Und kann dann das festbinden, weil wird ein kleines Loch in den Stab, in den Stock gebohrt. Das muss aber wirklich mini klein sein, nicht, dass die Stabilität verloren geht, dass der da gerade da bricht. Also wirklich mini klein. Eine Öse geht nicht, da wird man sich wieder dran wehtun. Und dann kann ich es da festbinden und dann rutscht es nicht über den Stab drüber hin. So, oben ist jetzt eine Öffnung, dass ich gut die Hand reinstecken kann. Und damit ich jetzt arbeiten kann, stecke ich einfach mal das ganze Knäuel da durch, ohne dass die mir die Maschen aufgehen, und ziehe es mir mal fest. Die 2 Varianten, wie wir es zukriegen, später. Jetzt kommt der Stab schon mal durch. Ich habe den mal vorbereitet. Das ist ein Besenstiel, du kannst aber auch wirklich einen tollen Ast nehmen. Und hier habe ich alte Socken einfach drumherum gemacht. Also oben 2, 3 Socken zusammengefaltet, einen drüber hingezogen, hier fixiert und am Stab nochmal entlang. Warum? Einfach, wenn die Kinder mal fallen oder sonst will, dass es hier nicht so eine stumpfe Fläche ist und sie sich wirklich das ins Auge, in den Kopf oder sonst wohin rahmen. Oder andere Sachen. So, und unten ist ein klein bisschen angespitzt, muss nicht sein. Das ist ja die Öffnung, die dann eigentlich in den Besen hineinkommt. Da stöbe ich durch und schiebe es mir schön rein. So, endlich ist wenigstens der Stab mal drin. So, wie gesagt, unten dann kommt zum Schluss ein kleines Loch durch und dann wird das hier verknotet, dass das bleibt. Aber das ist wirklich ganz zum Schluss, weil es rutscht hin und her und es soll wirklich bündig sein. So, wir kommen zum Ausfüllen. Dazu nehme ich ihn noch mal ein Stückchen raus, weil am einfachsten ist es wirklich, wenn man für den Hals um den Stock herumwickelt, nachdem man den Kopf ausgefüllt hat. Das hält am besten, sieht am besten aus. Mit was können wir ausfüllen? Luftpolsterfolie ist ganz toll, gerade wenn draußen gespielt wird und es bleibt beim Regen liegen. Um den Stab rumgewickelt, ganz ordentlich. Auch gerne nochmal mit dem Klebeband fixieren und dann wieder reinmachen und den Rest dann füllen. Schaumstoff ist toll. Ich habe hier auch Verpackungsreste. Was auch ganz toll geht, ich zähle jetzt mal auf, weil wir können das in Upcycling machen. Sorry, das war der Stab. Schals, gestrickte Schals, die man drüber rumwickelt. Fließdecken, super toll. Entweder man hat noch eine alte und faltet die sich ordentlich zusammen und wickelt auch drumrum. Und fixiert so ein bisschen mit Klebeband oder näht sie ein klein bisschen fest, wenigstens an der Ecke. Strick
Sachen. Das heißt, hast du eine alte, schöne Strickjacke, einen Strickpulli, die kann man auseinanderschneiden und kann es auch verwenden. Achtung dabei aber, seht zu, dass ihr leichte Sachen habt. Wenn es zu schwer wird, ist es auch nicht schön. Also wirklich leichte Stricksachen oder Vlies. Vlies ist wirklich ganz toll. Ein Vlies-Pullover, ein Hoodie oder irgendwie was, das geht auch. Es muss nur leicht sein. Folie, wie gesagt. Oder ihr habt alte Kuscheltiere. Einmal gewaschen, trocknen und dann das Innenleben als Füllung genommen. Ganz, ganz toll. Passt super. Bettwäsche, es gibt auch Fließbettwäsche, eignet sich auch super. Und das kann man wirklich verwenden. Man muss nichts neu kaufen. Das sind so meine Atmung. Jetzt wird es erst schön ausgefüllt und dann zeige ich euch, wie ich das meine. Entweder waschbar oder komplett geschlossen. Und auch beim Kopfteil. Bitte legt euch das ordentlich zusammen. Ob Stricksachen, ob Fließdeckel oder. Nicht reinkrummeln, sondern ordentlich zusammengelegt. Ungefähr in der Form, wie der Kopf schon ist. Und dann ausfüllen. So, jetzt kommen wir wirklich zur Frage. Zu häkeln oder zuziehen. Wenn ihr jetzt zuziehen wollt, damit man es auf und zu wieder machen kann, ist jetzt, ihr nehmt jetzt den Faden und macht bestimmt 60 Luftmaschen und zieht das mit der Häkelnadel immer so zu. Wie so Schlangenform. Immer durch die festen Maschen und knotet euch das hier vorne einfach mal zu. Man sieht es durch die Mähne da nicht. Das muss dann ein bisschen ausgespart werden, aber die Mähne liegt drüber hin. Oder ihr wollt es zuhäkeln, dann müsst ihr jetzt immer zwei Maschen zusammenhäkeln, bis ihr ungefähr so 8 Stück habt und dann wird es zusammengezogen. Das zeige ich aber noch. Wie gesagt, ne, ihr überlegt euch das jetzt, wie ihr es haben wollt. Nochmal die Form. Jetzt kommt die endlich mal gut raus. Ihr seht, wie toll das steht, wie der Kopf so schön ist, wie der Stab gesichert ist, wenn die Kännchen da sind. Und lang genug hat es gedauert vielleicht, aber wirklich meine Idee, Entwurf und Fertigung für euch. Und ich hoffe, ich habe es ordentlich genug erklärt. So, beim Zughäkeln habe ich jetzt immer zwei Maschen zusammengehäkelt und dann zieht man es sich einfach nochmal zu, mit sozusagen einer Kettmasche. Man geht auf die andere Seite, holt sich einen Faden, zieht ihn durch die Feste und durch die letzte Feste und häkelt dann wirklich zu. Man kann auch dann nur den Faden großzügig abschneiden und ein bisschen fixieren und nach innen ziehen. Dann könnte man es zum Not auch wirklich dann nochmal aufmachen, wenn man nochmal dran will. Das muss man nicht unbedingt den letzten Faden auch noch vernähen. Ja, muss zu. So, durchgezogen. Und dann einfach hier rein und den Faden nach innen gezogen, ne? Und nochmal, so dass er weg ist, dann kommt man dann irgendwann wieder dran, wenn man nochmal was ändern will, wenn schmutzig ist, wenn die Füllung doch nicht dick genug war oder sie ist zu dick, dann kann man es ändern. Jetzt erst, weil man muss gucken, wo man es am besten hinsetzt, die Augen dran. Die Ohren werden so hingesetzt auf den Kopf. Moment, ich will mal gucken. Es ist jetzt schwierig, mit dem großen Teil ins Bild zu kriegen. Oberkopf. Dann kommen die Ohren so dran. Und ganz wichtig, wir machen hier unten einen Knick. Erst werden sie so ein bisschen zusammengenäht. Und dann erst an den Pferdekopf. Dann haben die nicht so eine Wölbung. Ne? Also einmal nur in der Mitte zusammen. Mit dem Faden hier ein bisschen fixiert. Und dann so an den Pferdekopf gehäkelt, genäht. Dann kommen die Augen unten drunter.
und die Nüstern. Und dann kann man es noch ein bisschen gestalten. Und danach kommt die Mähne. Zur Mähne. Ich habe da ein extra Video im Kanal. Da gibt es verschiedene Arten, die Mähnen zu machen. Das war jetzt am Beispiel von einem Löwe. Aber der hat ja auch eine tolle Mähne. Und dann kann man das mit normaler Wolle machen, mit Fellwolle gedroddelt, rein gewebt, rein geknüpft und. Das würde ich euch dann nochmal in die Infobox stellen, weil das wird dann wirklich zu lang. Wir haben schon so ein extrem langes Video. Fellwolle, wenn man den kleinen Onkel macht, muss ja die Mähne weiß sein, kann man super toll verwenden. Die gibt es in allen möglichen Tönen und Stärken. Die finde ich ganz toll. Da wird nur eingehäkelt mit Luftmaschen. Beim Löwen habe ich dann so 10, 12, 15 gemacht. Beim Pferd wesentlich mehr, 40 bestimmt, auch 50. Und dann eingehäkelt. Aber da müsstet ihr euch wirklich mal das Video angucken mit den Mähnen. Und dann kann man es fertig machen. Mit einem Drum und Dran. Habe ich denn jetzt das zweite Auge? Das ist abwärts. So. Die hatte ich auch noch mal zugeschnitten ein bisschen. Kann man noch mehr zuschneiden mit der Fellwolle. Und dann machen wir oder du und ich das jetzt fertig und dann gucken wir das Endergebnis an. Und dann sage ich toll, dass du, dass ihr da wart, mit mir kreativ wart. Ich hoffe, es hat gut gefallen, du konntest es gut umsetzen, hattest viel Spaß bei mir. Und natürlich jetzt auch mit deinem Steckenpferd. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin.